Hallo Rainer. Hallo, grüßt euch. Ja, Rainer, du bist Jurymitglied, kann man ja auf Deutsch sagen. Was sind da so deine Hauptaufgaben? Es gibt ja verschiedene Jurymitglieder bei euch, die auch verschiedene Aufgaben haben, richtig? Ja, ist richtig. Wir haben also für jeden Bereich der Unfallrettung einen eigenen Schiedsrichter. Ich bin der sogenannte Technical Assessor. Okay. Ich bin also dafür zuständig, die technische Vorgehensweise zu bewerten. Also wie wird stabilisiert, wie werden die Rettungsgeräte eingesetzt und wie wird Raum geschaffen für die Rettung. Okay, wenn du jetzt Jurymitglied bei so einem großartigen Event bist, wie lange Erfahrung hast du schon mit auf dem Buckel? Ja, ich bin seit über 30 Jahren beruflich bei der Feuerwehr tätig. Das ist also hier eine Aufgabe, die ich übernommen habe als Schiedsrichter. Ich bin also ein erfahrener Feuerwehrmann. Wunderbar. Und natürlich auch Holmatro erprobt. Wie wichtig findest du es, dass wir den Feuerwehrteams eine Chance geben, sich hier an den Geräten zu testen, beziehungsweise auch, sich auch zu messen daran? Ja, gerade in der heutigen Zeit bei der Nutzung von modernen Fahrzeugen ist es sehr wichtig, den Feuerwehrleuten Geräte zur Verfügung zu stellen, die also geeignet sind, um bei diesen Szenarien geeignete Hilfe zu leisten. Wir stellen hier moderne Fahrzeuge für die Unfallrettung zur Verfügung. Wir starten hier eine sehr interessante Challenge und insgesamt ist das eine sehr wichtige Geschichte für die Feuerwehren. Hier haben sie die Möglichkeit zu üben und ihr Können auszuprobieren. Ja, ich habe gerade erst mit einem Kollegen von Opel gesprochen. Das ist natürlich Quatsch, an 40 Jahre alten Autos irgendwelche Spreizer oder Scheren zu benutzen, wenn die Technik heute gar nicht mehr angewandt werden kann, weil die Materialien ganz anders sind, oder? Das stimmt. Heute werden also besondere, hochfeste Materialien verbaut und man muss genau wissen, wo man schneiden kann, wo man spreizen kann und wie man also schnell einen Patienten aus einem modernen Fahrzeug und vor allen Dingen sicher aus einem modernen Fahrzeug befreien kann. Und aus deiner technischen Sicht jetzt, wie haben das die ersten Teams heute Morgen jetzt gemacht, die ersten beiden Teams? Ja, die haben also eine super Leistung gezeigt. Das war sicherlich, die haben auf Deutsch gesagt, den Futtersack schon mal sehr hochgehangen. aber ich bin mir ganz sicher, dass wir noch sehr gute Teams hier zu sehen bekommen und dass wir noch sehr interessante Challenges hier verfolgen können. Wenn es um die Szenario-Bildung geht, wenn ihr so ein Szenario baut, was sind da so die Hauptkriterien, auf die ihr achtet als Team? Ja, da gibt es ja die Szenarienbauer, die sind also auch speziell geschult. Wir als Schiedsrichter werden erst mit dem fertigen Szenario okay. konfrontiert und überlegen uns dann, wie muss da vorgegangen werden. Dieses Szenario wird also nicht von uns vorgegeben, von den Schiedsrichtern. Ach, okay, alles klar. Da bin ich falsch informiert. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall noch jemanden vor die Kamera bitten im Laufe der Woche, dass wir uns mal anschauen, wie denn so ein Szenario hier vonstatten geht. Wann geht es weiter für dich? Wann ist die nächste Extrication? In einer halben Stunde ist, glaube ich, die nächste Challenge. Und dann wird wieder hier gerettet. Alles klar, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, Rainer. Gern geschehen. Alles klar.